So, wir befinden uns im nächsten Level und sind direkt unter Wasser. Dann beeilen wir uns mal und erledigen hier alles, dann können wir wieder die Oberfläche. Okay, Freezer-Muni habe ich. Naja. Erstmal alle Gegner gekillt. Ich höre doch was. Ihr wollt also euch in der Luft verstecken und glaubt, es funktioniert. So, mal sehen, wie geht das jetzt. Ah, nice. Was haben wir denn hier Feines? Ich glaube, hier gibt es auch ein Secret irgendwie. Ich habe auf jeden Fall was gehört. Ich glaube, man muss da drauf. Und... Ah! Nice. So, wunderbar. Dann haben wir das erledigt. Da geht's aber nicht hin. Geht's da rein? Lol, können wir schon zum Battlelord? Das Level geht doch normalerweise länger, oder? Und ich will hier noch nicht einfach rausgehen. Aber das ist ja mal eine geile Abkürzung. Oh Gott, Sven. Na, vielen Dank. Oh shit. Ich habe so viele Pipe-Bombs, ey. Es lohnt sich einfach, den mal damit zu machen. Geht doch. So. Alter, hat er mich überrascht, ey. Auf einmal war der da. Hey, geht mal bitte drauf. So viel Schaden. Aber irgendwie ist es total egal, weil da hinten liegt irgendwo noch ein Medikit, ein Portable. Ich kann es jederzeit verwenden, wenn ich will. Heißt, ich kann jetzt richtig gnadenlos sein. Auf nichts achten. So, wieder hier hoch, mal schnell. Das hier öffnen. Dann sind hier noch Gegner. Ja, natürlich. Ah, hier sammeln sie sich. Hä? Ich höre hier doch noch jemanden. Ich lasse euch nicht einfach gehen, also... Falls ihr das geglaubt habt, habt ihr falsch geglaubt. Wo kommt ihr von überall da direkt hin? Krasse Sache. Machen wir das einfach schon mal so. Oh, hier liegt sogar noch. Ach, egal. Egal. Kann man jetzt hier durch? Nö. Was hat dann der Schalter gemacht da hinten? Wir haben noch da hinten den Schalter umgelegt. Hier.
Was hat der gemacht? Das finde ich jetzt durchaus komisch. Hat der irgendwas in dem Raum gemacht noch, wo ich noch nicht weiß? Ich würde ja schon gerne, wenn dann noch da überall hingehen. Aha. Das bringt mir nur gar nichts, wenn ich es nicht aufnehmen kann. Vielleicht hier drin noch irgendwas. Hier war nur der Anfang. Und hier ist immer noch das Kraftfeld. Ja, nice. Lol. Okay, ich habe echt keine Ahnung. Ob hier noch irgendwas ist, dann gehe ich jetzt einfach mal. Gehe ich jetzt einfach mal zum Boss. Ich meine, ja. Beziehungsweise habe ich noch eine Idee. Ich speichere mal zur Sicherheit. Und zwar kann ich auch noch hier hinten springen. Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles. Gut, dann rüsten wir uns mal. Oh Mann. Hier, warte mal. Erstmal hier wegmachen, habe ich gehört. Oh, was haben wir denn hier? Ah, hier kann man wieder. Oh, oh, das wusste ich noch gar nicht. Oh Mann. Wie kann man auch voll. Voll Geheimnisse finden hier. Wo sind wir hier? Ah, das ist hier, okay. Ja, dann müssen wir noch gar nicht zum Gegner gehen. Wir können hier noch voll Zeit verschwenden. Wie cool. Na, okay, aber jetzt sollten wir ihn echt endlich bekämpfen. Der wartet schließlich. So, wir haben Devastator-Munition. So. Dann haben wir hier den Gegner und einfach mal mit dem Devastator draufknallen, bis er umfällt. Und da ist es auch schon passiert. Der ist nämlich ziemlich einfach. So, wunderbar. Dann haben wir hier noch einen kleinen Screen, um ein bisschen die Rahmenhandlung voranzutreiben, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Erstmal den Stat-Screen angucken. Wir haben alle Gegner gekillt, nur einen Sieg gut gefunden von 4. Naja, okay. Dann würde ich sagen, sieht man sich in der nächsten Episode wieder. Bis dann, ciao.